Ein Moin und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge hier auf der NF Marsch im LS22 im Logistikprojekt mit mir und dem lieben OsterTV. Moin. Und dem lieben Fabi. Hallöchen. So, weil... Was? Möchtest du mal eine Runde tauschen kurz? Dann fahre ich mal kurz noch in den Ladewagen. Von mir aus. Was ist passiert, dass du zusammen... Fabi, was ist passiert? Der Vater einfach mit Jogging. Aber du musst doch irgendwie zur Tanke kommen. Der ist leer. Alter. Ich wollte rückwärts setzen, auf einmal so: Fahrzeug betanken. Nein, komm hier, nimm den Glas wieder. Fabi, wir haben was gesagt. Du darfst nicht mehr, mit Hand. Nö, ich setze einfach zurück. Und dann ist er wieder vollgetankt. Also, angetankt. Aber wir haben doch auch ein Fass, oder nicht? Ja, am Hof! Deshalb fragst du mich, warum hast du nicht getankt? Nee, ich meine ein Fass für auf Achse. Ah, ja, haben wir auch. Ich habe ja geguckt gehabt und der Balken... bleibt aber immer genau so ein Stück drüber. Der geht ja nicht ganz weg oder ganz weit runter. Der bleibt ja immer noch so, dass er so ein bisschen lang gezogen bleibt und rund bleibt. Dadurch siehst du nicht, wenn er wirklich näher an Ebbe kommt. Und oben links gucke ich nie. Ja. Ossi, guckst du auch nicht oben links, oder? So. Er hat nur noch 7%. Ja. Ja, also gut. Das ist einfach bei uns ja auch vorbei. Ja, genau. Alter. Jetzt sehe ich den schon wieder. Der sieht so scheiße aus mit den Pflegeketten. Wie will ich denn jetzt dieses Stück mitnehmen, wenn hast du mir die Paletten in den Weg stellt? Diese Atubis. Pflegeraub eigentlich, Jakey. Guck's nie richtig. Ja. Einzig, was an dem Schlepper sauber ist. Es fällt dann doch auf. Gott, das ist auch wieder. Praktisch. Liter nehme ich ihn jetzt mit. Naja, bei uns passen auch so gut 1000 Liter rein, ne? Oh. Nee! 650. Und den Johnny passen auch nochmal 500 rein. Ja, gut, dann nehme ich auf jeden Fall 1000 Liter mit. Ja, kommst du zu mir jetzt. Sehr gut, muss schon wegfahren. Hast du 6% noch drin, ne? Ja, fahren wir schon mal ein bisschen Ball. Die ganz Schlauen rechnen das jetzt aus. 650 Liter. Tankgeschwindigkeit. 1% sind 6,5 Liter. 10% sind 65 Liter. 5% sind 32,5 Liter. Und das hat er jetzt noch drin. Das ist 5%? Nee. Ja. Aber ich habe noch 38 Liter. Ah, das ist perfekt. Das hast du ausgerechnet, 36 oder? Nee, 32,5 sollte es sein, wenn du mir gesagt hast, er hat 650 Liter Dieseltank. Ja, dann sollten es eigentlich 32,5 sein. Eigentlich hast du mich auch verrechnet. Nee. Das ist vielleicht das einzige... Nee, hallo? Das einzige, was du gut kannst. Willst du dich vielleicht noch weiter wegstellen? Ja, warte kurz. Nee. Oh, ja, kurz. Das ist doppelt, freut mich ein bisschen. Hast du, guck hier, einmal frei. Alles gut. Wieder oder trotzdem nicht? Wie geht nicht? Geht nicht. Also Leute, wir machen jetzt hier ein bisschen
und machen Smashy Smashy und kaufen uns eine Palettengabel. Geht nicht. Ja, gut, dann geht nicht. Dann weiß ich auch nicht. Ja, gut, ja, gut. Wir brauchen. Leute, ich brauch mal einen Taui für eine Palettengabel und dann brauch ich ein paar. Wir haben 7 Taui. Dann brauch ich ein paar Paletten hier. Ja, wir haben doch schon mal getankt mit dem Tankfass, warum geht's schon nicht? Nee, da hab ich eins gemietet, stimmt. Was eben nicht ging. Dann, brauchen wir Paletten? Ja gut, schöne Geld aus der Perle. Dann brauchen wir Pappeln. Wie viel Pappen? Ja, wir brauchen einiges an Pappeln. Wir brauchen sicherlich 10 Paletten, sicherlich, oder? Da sind 2000 Liter drin pro Palette. Ah, wahrscheinlich mindestens. Oder soll ich weniger mitnehmen? Setzt du die Pappeln auch mit dem Baumsetzgerät da? Ja. Ja, ich nehme mal 10 mit. 1, 2, 3, 4, aua. 5, 6, 7, 8, 9. Nach 6 kommt 8, okay. Interessant. Ich hab 7 gesagt. Hallo! Na toll. Wo ist denn meine Palettengabel hingeflutscht? Ganz vorne an Anfang. 3. Mann, schön. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ja! Durch Ozzy habe ich eine Palette zu viel gekauft. Wie denn das mich? Du hast mir gesagt, ich habe falsch gezählt. Achso. Nee. Jetzt sind 11 hier, anstatt 10. Der Stau, weil er nicht merkt, dass er voll ist. Ja, voll. Jetzt bin ich voll. Oh, gut. Boah, schon lange nicht mehr. Ich wollte es gerade sagen. Verdammt! Was sollst du sagen? Schon lange keine Frontladerarbeiten gemacht. Verkacke ich bei der ersten Palette. Ja gut, hättest du was anderes erwartet? Ja, sicher. Hallo, ich bin Profi in dem gewesen. Moment. Wir können 2 auf einmal nehmen. Ich bin überzeugt von dem. Ja, geht, Leute. Ich mag auch die Alö-Palettengabel. Alter, war das im 19er oder war das im 17er, wo wir Alö so gefeiert haben? Alö. 17er. Beim 17er. Auch ein geiler LS-Teil, oder? Aber check ihn noch aktiv da. Was? Hallo! Dürft ihr mal. Ich war. Ja. Nee. Ja. Nee, ich kann. Au! Ich kann. Diesmal kann ich nichts ausreden bringen hier. Aber ich hab gesagt, an was hat's gelegen. Aber ich will mich hier auch gar nicht. Ich will mich hier auch gar nicht rechtfertigen. Ja, ich war mal wieder zu lange weg. Tut mir auch dafür leid, aber naja. Ja, dann ist er jetzt wieder 4 Wochen weg, wenn's ihm leid tut. Ja. War letztes Mal auch so. Nee, hab ich Ozzy erklärt, warum das war. Naja! Ist ja auch. Jetzt auch, ja. Bin morgen wieder da. Oh, oh. Ja, Fabi ist gut. Bin morgen da. Hab schon überlegt, ein Singleplayer-Projekt noch zu starten, aber nein. Ja, das ist gut. Wenn du ein Singleplayer-Projekt startest, ne? Weißt du, was du da machen solltest? Kommt 4 Folgen und nachher Schluss. Nee, was? Was wolltest du sagen, Fabi? Wo du das startest, sollst du erstmal gucken, dass deine jetzigen Projekte Hof Bergmann, Italia und NF laufen. Ja, das wird ja jetzt in Kraft gesetzt. Wir haben ja schon Folgen aufgenommen. Ja, ja. Ich weiß nicht, was du meinst, Fabi. Also, ich auch nicht. Die sind ja erst gerade frisch aufgenommen hier, also. Die ganzen. Ja, ja. Weiß nicht, was du meinst, Fabi. Also. Achso, ja dann. Also manchmal redet Fabi Leute ein Stück. Einen hast du schon rausgebracht gehabt, ne?
Nee, das ist, da haben wir einen Teaser rausgebracht, sagen wir es mal so. Ja, ja, und ich habe da nicht gesprochen in meiner Folge und deshalb, da habe ich erklärt, Leute, dass erst nach einem Monat neue Folgen kommen. Ja, ja. Ja, warum hört man das denn in meiner? Das ist blöd gelaufen. Da hört man's, da kann man durchschauen. Aber man muss die ganze Folge zuhören und dann hört man das. Ja, ja. Ja, schon vergessen. Ich geb da drin einen Teaser. Und da gibt's auch so Geschenke da drin, Leute. Weißt du, ihr müsst da gucken. 10 Stück. So Geschenke. Ja, müsst ihr euch das Video angucken. Aua. Manchmal, Leute, laber ich so Müll, Alter. Ja, manchmal. Das war mal auf Bergmann mit der auf Bergmann-Folge auch. Nein, das halte ich für eine Lüge. Digi, also, dann, Leute, es gibt so eine krassen Lachfolgen auf YouTube, wenn ihr richtig gucken geht. Ich weiß nicht mehr, welche Folge das ist. Dann hat Ozzy irgendwie die veröffentlicht, die Zusammenschnitte. Bin ich zuerst mal ausgerastet und ich weiß jetzt im Moment, weiß ich nicht warum, bin ich ausgerastet. Aber, naja, es ist ja scheißegal. Ich bin ausgerastet. Gibt's ja gar nicht. Wie? Gibt's das nicht? Ja. Löscht du Ehrenlose? Nee, die habe ich doch nicht gelöscht. Sicher. Tja, hab ich die gelöscht. Hast du. Das ist jetzt schade. Warte, kann man ändern, kein Problem. Also wenn ich damit prominent wird, dann kannst du hochladen. Ach nee, wenn du hochlädst, dann wirst du ja prominent. Gut. Ja, gelaufen. Ja, dann ist es ja doof gelaufen für mich. Ich habe die Arbeit ändern gehabt. Das ist richtig gute Arbeit gewesen, ja. Hallo. Das ist, ja. Hallo. Kann mal die Palette in die andere Palette reingehen. Ah, was? Alter. Nur noch 2 Stunden 44. Digi! Was? Wie? Exor! Die läuft in 20 Folgen. Also, das ist ja. Alter. Darf ich jetzt mal sagen, dass ich mich hier anmelden könnte für die Stapel-Profis? Was? Ich habe einmal Bell Stacking gespielt, diesen Challenge-Modus. Und instant den ersten Platz abräumt, ja? Ja, genau. Das ist so. Ja, ist das nicht, ist das, muss, kann man, ist das nicht alleine oder wie? Nein, da spielst du einfach gegen, ja, ich glaube ab 3 Leuten oder so kannst du dann loslegen und dann spielst du halt einfach gegeneinander. Wollen wir das mal nachher versuchen? Können Weil wir? Ozzy ist ja nachher gleich weg. Ab 3 Leuten, habe ich gerade gesagt, ne? Kommt da online nicht dazu? Die Modis sind, naja, ich sag mal so, du kannst schon mal bis eine halbe Stunde suchen, dass dann irgendwer dazukommt. Ja! So beliebt sind die Modis. Es ist, da hat Giants wieder richtig was Gutes rausgehauen, oder wie? Und dieser andere Modus, wo du dann halt gegeneinander dreschen musst, dann Ballen pressen musst und die dann in diese Scheune reinfahren ja, musst. Ja, genau. Der Modus ist noch blöder, weil den habe ich einmal gespielt und. Ja, dann hast du gleich verkackt, deshalb. Nein, dann sind einfach alle meine, oder generell fast alle rausgegangen. Dann war das Gegnerteam zu zweit oder zu dritt und ich alleine. Ah, Aber du kannst auch nicht tappen und nichts, sondern du musst dann immer von Fahrzeug zu Fahrzeug rennen. Ja, das ist ja auch in der. Wie heißt denn das? Wie heißt denn der. Ach, es gibt ja einen Cup dafür. Oder das ist. Das eine ist Bale Stacking und das andere ist. Keine Ahnung, wie der heißt, der Modus. Arena-Modus, glaube ich. Ja, irgendwie so, ja. Ich glaube, das eine ist Bale Stacking und das andere Arena-Modus. Ah, Arena. Ist ja auch gar nicht geklaut von Fortnite. Naja, die hatten es vorher
Giants, glaube ich. Sicher? Also, weil die hatten ja den letzten LS schon und davor den auch, glaube ich. Okay. Dann hat es Fortnite ja gar nicht geklaut. So, was geht's mit deinem Lieblingsspiel, Junge, Junge, Junge. Fortnite hat es sowieso geklaut, weil das gab's, glaube ich, schon in anderen Spielern viel lange bevor. Nein, schön, dass du sagst, Fortnite ist einfach nur PUBG. Ja, es ist klar, hat viel von PUBG, das ist auch so. Es ist einfach, zu dieser Zeit, wo es rausgekommen ist, waren ja einige komplett behindert drauf, weil eben mit dem Bauen war es was Neues und, also, ja. Es ist ein Spiel, wo spiele ich immer noch, Leute. Ist jetzt nicht ein Spiel, wo ich jeden Tag noch spiele, aber immer ja, noch so öfter. Weil, mein kleiner Cousin, mit dem unterhalte ich mich mehr oder weniger über Fortnite. Und, ja. Und dann zocken wir auch manchmal dazu. Aber den normalen Modus, also normal in die Runde zu gehen, das kommt vielleicht einmal in der Woche vor. Und wenn dann eher, hier hast du nicht gesehen, Creative. Creative, das ist, was ich wenn dann spiele, ist normaler Modus. Ja. Ja, ist eine Sache. Weil das auch schon wieder 2 oder 3 Monate her. Klar, aber seitdem habe ich es nur geupdatet. Mich nicht mal. Ja, ich jetzt zuletzt auch nicht mehr. Also ich habe jetzt, glaube ich, ein 15 GB Update oder so. Ja, also ich habe es jetzt gerade, bin ich wieder am Downloaden, habe ein 2,2 GB Update. Ja. Sie haben ja Sommerpause gehabt, deshalb kamen fast keine Updates. Ja, das verstehe ich auch nicht. Ja, muss nicht mein Problem sein, Leute. Ich würde aber dazu sagen, wenn es euch gefallen hat, das Liken nicht vergessen, Abo dalassen und unbedingt zunächst mal vorbeischauen. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.